In einer amerikanischen Studie haben Forscher an männlichen Feuerwehrleuten untersucht, inwiefern die Anzahl der maximal möglichen Liegestütze mit dem kardiovaskulären Risiko zusammenhängt. Dabei fanden sie, dass Probanden, die mehr als 40 Liegestütze schafften, ein 96% geringeres Risiko hatten. Körperliche Aktivität und Fitness senken das Risiko für viele Erkrankungen, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs und Alzheimer. Zur Erfassung des individuellen Risikos können Leistungstests zum Einsatz kommen. Diese erfordern aber häufig teure Geräte und werden daher selten durchgeführt. Mit dieser Studie wollte man herausfinden, ob auch die Anzahl der möglichen Liegestütze mit einer besseren Gesundheit in Zusammenhang steht. Die Studie wurde an 1104 amerikanischen Feuerwehrleuten durchgeführt. Diese waren im Durchschnitt 39,8 Jahre alt und hatten ein BMI von 28,7. Sie machten 80 Liegestütze pro Minute mithilfe eines Metronoms und machten zusätzlich eine Leistungsdiagnostik auf dem Laufband. Die Endpunkte waren die Diagnose einer koronaren Herzerkrankung, Herzinsuffizienz oder der plötzliche Herztod. Wer schon zu Beginn der Studie mehr Liegestütze schaffte, hatte auch weniger Risikofaktoren wie einen zu hohen BMI, zu hohen Blutdruck oder erhöhte Cholesterin- und Blutzuckerwerte. Auch ging eine verbesserte Leistung bei den Liegestützen mit einer höheren VO2 Max einher. In dem Untersuchungszeitraum von 10 Jahren traten 37 relevante Ereignisse auf. Dabei war das Risiko bei denjenigen, die mehr als 40 Liegestütze schafften, 96% geringer als bei denen, die 10 oder weniger schafften. Aber auch bei 10 oder mehr Liegestützen war das Risiko bereits um 64% reduziert. Insgesamt zeigte sich schon ab 11 Liegestützen ein deutlich reduziertes Risiko. Dies war aber zu einem großen Teil über die Differenzen bei Alter und BMI zwischen den Gruppen zu erklären. Es braucht also weitere Studien, um festzustellen, ob diese Ergebnisse an Männern zwischen 21 und 66 Jahren auch auf andere Populationen übertragbar sind und ob Liegestütze auch als unabhängiger Prädiktor für kardiovaskuläre Erkrankungen fungieren können. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da, abonniere unseren Kanal und folge uns in den sozialen Medien.